Starcheck. Groove Coverage. Frontfrau Mel und DJ Novus sind eine Dance-Formation made in Germany und seit 4 Jahren sehr erfolgreich. Was wolltet ihr als Kind einmal werden? Also bei mir war das eigentlich schon immer klar. Ich wollte immer Feuerwehrmann werden, wo wahrscheinlich jeder Kind das so eigentlich wollte im Kindesalter. Ich glaube, ich wollte schon immer Sängerin werden, schon von klein auf. Mit welchem Disney-Charakter würdet ihr euch am ehesten vergleichen? Wie heißt der? Dagobert Duck, der die ganze Kohle zu Hause ordnen will. Aber leider, bisher hat es noch nicht so groß geklappt. Wohin führt euch eine Reise mit einer Zeitmaschine? Ich glaube, der Wilde Westen wäre aufregend. Fand ich ziemlich lustig, habe euch immer gerne Filme darüber angeguckt. Was waren die schlimmsten Klamotten, die ihr je tragen musstet? Also es war bei mir ganz lustig. Ich war früher in der Klosterschule, so richtig mit Klosterschwestern, und da durfte man nie Turnschuhe tragen. Und das war für mich als liebend gern Turnschuhträger immer eigentlich ein riesiges Problem. Wie war euer erster Kuss? Also es war total aufregend. Damals war ich 12 Jahre alt bei meinem ersten richtigen Kuss und es war in Spanien am Strand. Könnt ihr Grimassen ziehen? Mel, mach mal die Mickey Maus. Ich kann doch nicht. Kann ich die Mickey Maus? Ja. Es geht, nee, du kannst doch so. Geht es nicht? Schielen? Ja, und irgendwie mit den Ohren. Hast du mir das nicht mehr gezeigt? Doch. Ich glaube, du verwechselst da was. Was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar wärt? Ich glaube, ich würde mir ein ganz schlechtes Spiel vom FC Bayern aussuchen, würde dann in die Kabine in der Halbzeit gehen und mal so mit der Hangkappe auf, mal so hören, was der Felix Magath da so dem Oliver Kahn und so vorwirft und rumschreit und so. Das würde mich schon mal interessieren. Also ich glaube, ich würde einen Tag lang mal alle Leute, die ich kenne, so ein bisschen aushorchen und würde es interessant finden, was die Leute so wirklich über einen erzählen, wenn man nicht dabei ist. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Was war euer peinlichstes Erlebnis? Das Peinlichste, was mir überhaupt passiert ist, das war mal beim Auftritt von Groove Coverage in Österreich. Da bin ich nämlich vor allen Leuten auf der Bühne total hingefallen und habe mir auch richtig wehgetan. Da habe ich mich schon geschämt. Aber man muss dazu sagen, die Mel hat während dem Fallen auch noch weiter gesungen und ist im Liegen über der Box, hat sie weiter performt und gesungen. Das war toll. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Also musikalisch ist es natürlich für uns sehr wichtig, dass die Leute unsere neue CD kaufen, die jetzt auch in den Läden steht. Ansonsten persönlich, glaube ich, Frieden, Gesundheit, und das wünschen wir natürlich euch draußen auch. So ihr Lieben, das war's mit uns, mit mir, Mel und Markus von Groove Coverage. Bis bald.